Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zum Let's Play, das keiner guckt. Oh, das ist gemein. Aber das ist so, es guckt keiner. Wir sind hier wirklich unter uns. Na, wir kleine Alisen. Also ihr guckt es ja dann doch. Ja, ihr seid ja auch, gehört zu den coolen Kids. So. Im Block hier. Zeit zu skillen. Also. Fast 1200 hier. Ich guck gerade, wie teuer die Sachen so sind. Also das und das scheint mir besonders teuer zu sein. Präzision, ja gut, also haben wir auch schon... Und Schnelligkeit. Weil mit überall ist Geschwindigkeit eine und die anderen... Mhm. Du machst das mal. So, komm, wir wollen diese Goblins wegbatzen. Kriegsfahrt. Ja, gib Damage. Zack, gar nicht groß Fackeln hier. Oh, das geht nicht. Okay, dann heben wir uns das auf. Echt? Mhm. Alright, dann let's go. Ja, wir haben es ja letzte Runde fast geschafft, die elenden Goblins im First Try zu legen. Aber da werden wir eigentlich auch, da hätten wir es haben müssen, glaube ich. Wenn wir da ein bisschen fokussierter auf die... Und nicht so müde schon gewesen wären. Wenn wir da ein bisschen fokussierter gewesen wären auf die Goblins, auf den einen. Und wirklich gefokust hätten. Wir schauen mal. Ja, ich checke immer nicht, wie man dran. Ich bleibe natürlich Linda. Genau, ich skill gleich, weil ich hatte ja Skillpunkte bekommen, die ich nicht ausgegeben habe, wenn ich mich entsinne. Wenn ich mich richtig erinnere. Auch der Krieger kann auch geskillt werden. Geil. Ich bin schon so skillorek. Ja, dann skill mal. Da unten. Ja, du hast einen Skillpoint. Aber du hast, brauchst zwei. Ah, ja. Weil schade. Du nicht auf Level 4 bist. Sie. Da noch nicht rein, na dann. Erarbeiten wir uns das mal. So, neue Session für uns. Wir müssen hier kurz mal... Wenn es kurz ruckelt, dann liegt es daran, dass wir noch nicht so warm sind. Mit wir meine ich nicht. Ja! Ah! First Blood. Das gehört zum Thema Vorgehen. Aber man hat auch nicht gesehen, dass die da kamen. Die stehen meistens halt nicht hinter den Türen. Oh, oh. Ich schieße aber mal ins... Trifft schon den richtigen. Boah. Ja, Miranda. Ich lass Miranda, denn sie will ja. Ha, bin ich gut. Easy. Hopp. Nee, ich meine, es ist ja gar nicht böse, dass das keiner guckt, aber es ist ja so, dass tatsächlich relativ wenige Leute zuschauen hier bei dem Let's Play. Was mich überrascht, weil eigentlich sowas immer gut ankam auf dem Kanal. Oh, oh. Diese Art da von Spiel, also ne, so Rogue. Lass uns so ihn runterziehen. Das ist ja eher. Das geht ja gleich gut los hier. Aber ich habe ihn einfach zerschlagen. Ja, wir haben Leben am Eingang. Aber irgendwie klicken nicht so viele Leute drauf. Ich weiß nicht, ob das Spiel zu unbekannt ist oder gerade irgendwie alle im Urlaub sind oder. Oh, oh. Aber sie haben mich einmal getroffen. Ist auch schwierig bei drei Bogenschützen als Nahkämpfer. Fies, fies. Aber tatsächlich ist es mir auch relativ egal. Wir haben schon gesagt, wir spielen das Ding jetzt halt, was richtig fetzt. Und wenn so eine Handvoll Leute zugucken, freut uns das natürlich sehr. Ganz ehrlich, freut uns natürlich auch mehr, wenn mehr Leute zugucken. So ist es jetzt nicht. Aber darum geht es jetzt echt erstmal nicht. Erstmal geht es darum, dass es ein geiles Spiel ist. Was jedem... auch irgendwie ans Herz gelegt sei an dieser Stelle. Whoa. Das war ich. Nee, du hast gar nicht auf das Skelett geschossen. Ich glaube, ich hätte ihn weggekriegt. Doch, ich hab mit dem... Rund, mit den Messern. Hm. Die treffen ja alles Mögliche. Ja, aber der hatte halbes Leben gerade. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Vielleicht haben wir beides gemacht. Beide getroffen. Hm. Müssen wir ins Replay gucken. Oh, oh. Ja, auf da. Ja, ist schwierig, wie gesagt, als Nahkämpfer. Warum? Rauf da ist deine einzige Option als Nahkämpfer. Ja, weil wenn ich hier drauf gehe, siehst du, dann schießen die von allen Seiten auf mich. Und ja, jetzt habe ich mit dir geredet, weißt du, wieder verquatscht und mich hier abschießen lassen. Ja, das passiert mir dann nämlich auch. Also quatschen wir jetzt einfach nicht mehr. Ja, yeah, ich habe so einen Stiny. Und lass dir mal so eine Flamme, Pflanze locken. Oh oh. Ah, oh, fuck. Siehst du, deswegen. Als Nahkämpfer ist schwierig. Ich kann mit dem nicht pullen, so mit dem anderen. Du sollst ja nicht pullen. Ich wusste ja nicht. Ja, weil die Schüsse schießen dann von allen Seiten auf mich und da kann ich halt nicht so gut ausweichen. Das war gut gemacht.
Ja, passt schon, das war gar nicht so kritisch. Naja, guck mal, wie wenig Leben ich nur noch habe. Ja, wirklich. Oh, die Pflanze, du hast auf die Pflanze geschossen. Ja, du standst daneben. Ja, sorry, ich hab da gekämpft gerade. Das hat mich fast umgebracht. Ja. Oh, friendly fire hier, ey. Nein, es war unfriendly fire. Nein, ich wollte gar nicht auf die Pflanze. Ja, aber das war nicht nett. Ich wollte gerade nochmal auf so eine Pflanze schießen. Das hast du irgendwie nicht mitbekommen. Doch, hab ich. Das machst. Ich mach das hier überhaupt. Guck, zur Entschädigung kriegst du hier einen wuchtigen Schlag. Verleiht dir die Chance, Gegner mit deinem Primärangriff zu betäuben. Das ist doch genau das, was Jenny schon immer haben wollte. Ja, das stimmt. Das ist ein Stunlock als Nahkämpfer, ist nicht schlecht. Ich stun meine Gegner ja nicht so richtig, wenn ich sie treffe, aber ich push sie halt so zurück. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ich höre hier Leute. Ja. Die müssen. Oh oh. Wow. Okay, noch nicht ganz warm. Das war. Man merkt, man braucht mal so eins und. Ja, aber diese vier Bogenschützen gemeinsam sind auch echt fies. Die haben mich auch getroffen, weil ich bin zwei gedodged und ein dritter hat mich. Ja, man braucht aber. Ich mag das. Ich brauch so ein bisschen, um so warm zu werden, mich einzugrooven. Hier geht's dann zum nächsten Ebene. Aber sollten wir uns vorher. Vielleicht hier noch den Rest. Werde kurzzeitig unsichtbar. Ja, bitte. Ist mir jetzt egal, kannst du auch haben. Nee, aber als Nahkämpfer macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Natürlich macht das da gerade Sinn. Ich bin ja eh auf Distanz. Du kannst nämlich aus. Also, ich hatte den ja schon mal gehabt. Du kannst aus der Sicherheit Damage machen. Muss einfach mal. Machen. Nein, ich habe nicht geschrieben, so ein Mädchen. Oh, das war ganz nett. Weil sie sind dann auch nicht auf mich gegangen. Ja, ich muss halt nur, aber. Money! Der läuft so cool. Ein bisschen wie die Leute in Naruto Shippuden. Strafe die ganze Zeit so. Mit den Armen so nach hinten. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Ja, das ist wie in Naruto Shippuden. Also ja, aber dafür, dass er genauso schnell läuft wie sie und sie die so ganz gemütlich die Arme herlässt, das ist so ein bisschen. Da lebt er noch, ja. Oh. Voll geplant von mir. Shit, Mann, ey, ich hab uns ganz schön. Also. Sag mal, wer bist du denn? Die Villagers would sing praise of their guardians, of the Bergson family. Sieht aus wie unser Vater. Nee. Ja, das ist unser Vater, oder? Ja. Geil. Papa! Die Bergson Family, ey. Oder das Spiel merkt, oh kack, die sind zu schlecht, wir stellen dir mal noch eine Figur zur Seite. Oh, Alter, er tankt übelst. Müssen wir den mit protecten denn? Alter. Ich sehe gar nicht, dass er. Irgendwas Leben hat. Papa? Also, wenn ich das mache, geht es nicht so. Was geht denn hier? Ich darf, dürfen wir auch noch mitspielen? Den hätte ich jetzt natürlich gerne. Papa, da ist böse. Ey, aber hier sind auch mehr Gegner gerade, oder? Ja. Ist schon mit Absicht so natürlich. Oder pullen wir einfach nur irre schnell gerade alles hier zusammen. Mal gut. Das ist aber ganz nett tatsächlich dann. Man kann nicht, aber nö, ist einfach nur da. Er hat auch gar keinen Lebensbalken irgendwo. Papa braucht keinen Lebensbalken. Na, wenn er das so macht, kann ich ihm auch hinterher rennen, ey. Der macht ganz schön brutalen Damage, ey. Ja, das mache ich aber nicht, wenn ich mit dem Ding spiele. Entschuldigung. Oh, jetzt geht er wieder. Schade. Doch, er bleibt jetzt. Ja, du, das kannst du diesmal haben. Nur von seinem Abstand. Ein Begleiter, der deine Gegner betäubt. Oh. Ja, es wäre ganz schön imbar, könntest du mit ihm hier einen Boss machen. Nee, das wäre ja. Das ist genau das war mein Plan. Achtung. Ja, schlag doch drauf.
Das haben wir vorbeigelaufen. So geil, dass der. Betäuben finde ich gut. Okay, wir sind jetzt einigermaßen. Jetzt haben wir einen Drink genommen. Guck mal, der war schon gelockt auf diesem Bereich hier auch. Folge mir. Verloren me. Das macht hier in Wizard of Legends, dass wenn du länger geradeaus läufst, du schneller wurdest. Das ist auch gefährlich, ey. Ja, vor allem für Joshua, der geträumt hat. Ja. Oder dachte er, wäre ich. Ja. Weil wir haben auch erst nach Stunden festgestellt, dass man nicht in die Abgründe laufen konnte, ne? Dass man da immer an der Kante hängen blieb. Das hat, haben wir dann am Anfang nicht ausgemacht. Ich immer voll den Panikmodus bekommen, ne? Sonst nichts mehr nehmen. Bergsons. Ups. Ah! Oh oh. 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 Der ist gut, der toll, pass auf, da ist noch einer. Ja. Ja. Da hinten stehen noch zwei. Ich hab eingestampft. Oh! Na, er hat dich getroffen mit einem Fall. Hä? Ich hab nicht bekommen. Ja. Hä? Aber hat super viel Schaden, habe ich aber gesehen, ist an mir vorbeigeflogen, gefallen. Hä? Achtung, Achtung, Achtung. Ja, gar nicht gecheckt, was gerade abgegangen. Bisschen weird. Bis sich dein Unsichtbarkeit. Eine unbeständige Reliquie täuscht göttliche Reliquien nach ihrer Verwendung gegen zufällige andere göttliche Reliquien aus. Okay. Mann, schadet halt nix. Kann man einmal benutzen und dann... Ja, aber dann kriegst du was anderes. Das ja, genau. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Das geht schon lange, der Lock, ey. Und tschüss. Und wenn der so gelockt ist, ist es immer... Achtung. Diese blöde Blume ist ein bisschen im Weg. Oh, doppelt gelockt. Das ist natürlich geil. Erst durch mich und dann durch dich. Achtung. Scheiße. Blume. Ja, das hast du. Das war zu spät, das ist Achtung. Ja, aber wie soll ich das sonst schneller machen? Ich hab genau gesehen, dass sie explodieren wird. Ja, aber ich habe so wenig Leben gehabt. Ist jetzt auch egal. Ich komme wahrscheinlich mit mehr sogar zurück. Trotzdem, ich muss jetzt mal irgendwie an Leben kommen wieder. Achtung, Achtung. Oh nein, Achtung. Ich bin in die Blume gedasht, ja. Das war jetzt keine Absicht von mir. Nee, war, ich habe nicht gesehen, dass die aufgeladen wurden. War, hat es schon gedasht, leider. Er dasht ja. Also man kann... Hä? Oh, jetzt viel Spaß mit dem Elite. Ich check grad nicht, warum ich die ganze Zeit sterbe, tatsächlich. Also, ich check's einfach wirklich nicht. Ich komm ja nicht durch. Fuck. Ah, ich darf den Raum nicht verlassen. Das ist natürlich blöd. In dem ich bin. Ja. Oh, das ist eklig. Gegen den Elite ist das jetzt ein bisschen ugly. Shit, oh man, ey, ich bin so schlecht, Mann. Das ist echt eklig. Ja, das könntest du einfach weghalten, dann wär's easy. Oh fuck it. Oh fuck, ich wurde getroffen. Passiert. Oh, das ist dumm. Ah. Das ist richtig dumm. Ja, lass es killen einfach nochmal von vorne. Ja, können wir machen. Das ist, bringt ja einfach EP. Das ist eine Drecksfolge sonst so. Ah, shit. Ah. Nope. Ist das unser Sohn? While painful, for a mother to see her son in sickness was still better than missing him for so long. Mary knew she would make caring for Mark her mission. Mark had to warn them about the dangers approaching, despite how difficult it was to talk. He started naming the villages that were evacuated, or worse, taken over by the corruption, but soon succumbed to fatigue. And fell asleep. Mary
recalled hearing of an herbalist in Caldipo Caves that would have the yarrow at hand needed to treat Pont. The Bergsons would once again need to brave the treacherous caves in search of the herbalist. Oh Mann, ja, so mit dieser... zum Thema, wir killen die Folge. Ja, ich wollte gerade... Hallo, Mann! Was denn? Ich wollte gerade sagen, und damit herzlich willkommen zur Folge. Nee. Nee? Nee? Nee. Dann nicht. Jetzt haben wir es halt verkackt. Ist jetzt so, los, nächste Runde, weiter geht's. Okay. Weil wir können auch was killen. Nein, können wir nicht. Doch. Ja, warum haben wir so viel Gold mitgenommen? Du es. Hab ja die ganze Zeit Sachen eingesammelt. Du es. Ist mir wahnsinnig, so, dass ich nichts tun kann mit Jenny hier. In charge ist, oh Gott, unser Sohn ist da. Ja, aber der ist noch nicht so einsatzfähig. So, wir bleiben bei dem Setup, bei dem Lineup. Mhm. Am ersten Mal hat es ja echt gut geklappt, ey. Oh, warte, warte, warte. Du bist diejenige, die ready drücken kann. Ich kann eh nichts. Ja, ey. So, wir tun so, als wäre die erste Viertelstunde einfach nicht passiert. So, jetzt sind wir fresh. Jetzt geht's los, Mann, mit einer längeren Folge. Es sei denn, wir sterben jetzt wieder so dumm. Finding the herbalist was the most pressing matter. A healing herb needed to be taken to Mary as soon as possible. Okay, das ist jetzt die Motivation für diesen Dungeon. Ja, ich war einfach unaufmerksam, weil ich mich die ganze Zeit für diesen scheiß Pfeilen habe überraschen lassen. Ich weiß nicht, wo du willst, Jenny, aber du musst schon an die Gegner auch rangehen. Nein! Diese Bogenschützen machen mir ein bisschen Kopf zu bringen. Immer weil ich immer den einen dann vergesse, dann können wir jetzt auch was trinken. Ah, nichts passiert. Ich muss ja immer die ganze Zeit nur drauf gucken, quasi, wann sie ihre Pfeile abschießen. Ja, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht in die Gegner reingehe, wenn ich keinen Dash habe. Deswegen laufe ich manchmal weg. Weil wenn ich weder Dash habe noch Y, schlagen die mich sonst einfach. Das ist ja gemein. Ja, das ist fies, wenn man vorne drin steht. Achtung. Was? Ja, ich... Augen im Kopf. Na, komm her. Splitter. Ja, ich überlege, ob ich die aufhebe für einen Shop. Ja. Das ist ja auch nicht so ein Splitter. Immer. Zuck. Gold. Gold. Wir wollen ganz viel Gold. Ich bin so gespannt schon auf die Magierin. Ja, die möchte ich auch ausprobieren. Den nächsten Fernkämpfer probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ja, klar. Sehr strukturierter Dungeon bisher. Oh, das war ein Crit. Ja. Oh, okay. Genau, Achtung, da kommen. Lass mal nach links gehen. Genau, da kommen nicht so viele von der anderen Seite. Zwei. Achtung, er schießt. Hilft mir nicht. Wenn er schießt, ist schon vorbei. Also wenn du Achtung sagst, ist es zu spät für mich. Ja, okay. Ich sehe es entweder, selbst oder ich sehe es gar nicht. Oh, oh. Ich gehe auf den Links. Oh, geht noch nicht. Jetzt. Schon bald. Ah, ich bin doch dumm, ey. Ich schieße dann immer weiter, wenn ich schon längst keine Ausdauer mehr habe. Da achte ich auch nicht so drauf. Was sehe ich dann immer zu spät? Pass auf. Boah. Das ist halt so ein hohen Crit. Ach, weil das eine Attacke ist, die auf Crit geht wahrscheinlich. Basiert. Und wir haben ja Crit gut gespielt bisher. Ja. Ja, du hattest jetzt nochmal reingesteckt, wenn wir jetzt vielleicht noch 10% oder sowas. Ja.
Boah. Alrighto. Ja. Hinten ist einer. Nein! Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Und gerade in der Sekunde meinen Powershot gemacht. Und jetzt habe ich in der Sekunde gerade gelabert. Und ich halte jetzt einfach die Klappe. Ist natürlich nicht so günstig für den Einzelnen. Wenn man die Klappe hält. Zugegebenermaßen. Jenny macht jetzt einfach den Rest. Jenny erzählt. Ich habe jetzt dreimal mich in Folge von Feinden treffen lassen. Und dreimal völlig unnötig. So, ich gehe mal vor. Gott, ich dachte eben, jemand schießt auf dich. Ja, das warst ich. Du. Das warst du. So, was haben wir denn hier Teufelskreis. Gefunden? Teufelskreis. Ja, ein Teufelskreis. Das ist mein, das beschreibt meine Situation ganz gut. Erzeugt einen Strudel, der sämtliche Gegner zu sich zieht. Das sollte wohl eher ich nehmen. So, so mal. Weil du willst ja keine Gegner an dir haben. Ich weiß nicht, ob es zu sich im Sinne von Teufels, zu dem Teufelskreis zieht. Ja. Nicht auf dich selber. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Hier mein iPad. Was bitte? Mein Gamepad löst sich langsam auf. Ja, ich spiele hier mit so einem schicken Xbox One Controller. Ja, ich habe noch einen alten. Den ich aber nicht angeschlossen bekommen habe. Diese komische Funkverbindung. Das ist mich ein bisschen. Ah ja. Geil. Das machen und dann da den Power Shot rein. Das ist natürlich geil. Ah, cool. Können wir uns merken, es wäre halt also auch eine gute Fähigkeit für dich. Upp. Oh, ich krieg auch gleich einen Upp. Und vor allem habe ich gleich meinen Enrage-Modus. Und wenn er auf mich ziehen will, ist das immer ganz gut. Ja, weil du eh mehr links, rechts läufst, du bist. Warte, in 3 Sekunden. 3, 2, 1. Das kannst du schön. Den treffe ich ja so oder so. Ja, aber klar. Ja, das muss ich jetzt nur noch drauf holzen. Ist ja für mich praktisch. Holst du die Tour, dann kannst du jetzt aufleveln. Hast du jetzt 2 Punkte, oder? So. Aber ich darf hier nochmal einen reingeben. In das oder in das? Das war der Dolchfächer, gibt mehr Damage. Oder. Und das war was? Das ist das erste? Sorry. Raserei. Angriffe, versetzen. Wenn du mehr aneinander reißt, wenn du mehr Kombos. Steigert. Dann kriegst du längere Raserei. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Ist beides geil. Ja, ich will den Durchfächer nehmen, aber das ist mir egal. Ah, unlocked. Das heißt, du hast jetzt auch gleich was zu bekommen. Kluger Junge. Junge, Captain klärt den Rest der Familie über die Schwachpunkte der Gegner auf, wodurch die kritische, der kritische Schaden der Familie erhöht wird. Cool. Also, wir haben jetzt aber mehr Crit. Wie viel? Geh nochmal rauf, bitte. Gleich. Warte. Nachdem. Ja. Weil ich habe es nicht gesehen, um wie viel das dann erhöht werden soll. Stand es da? Wie bist du, oder? Ist ja komisch, wenn nicht. Oder ja, ich glaube, es stand nicht da, deshalb war ich immer verwirrt. Nee, stand nämlich auch nicht da. Nee, krass. Weil was heißt denn erhöht? Um 1%? Um 10%? Aber ich meine, gut, ich habe nichts gegen Crit. Auch nicht. Eigentlich bin ich ein Freund großer Zahlen, von daher. Mage. Ja. Oh, da sind 2 Heldtränke gleich. Wir heben den einen mal auf. Dass du auch was. Auch für die nächste große Gegnergruppe, dann strotze ich da mein Enrage rein. Obwohl das ist auch eine Mega-Kombination, wenn du den Strudel machst und ich dann einfach im Dauerfeuer da rein. Ja, im Bosskampf können wir das machen. Überleg, ob ich den jetzt auf. Soll ich den aufheben jetzt, den? Wie schnell geht es dann voll? Das weiß ich nicht, ob ich es jetzt nochmal voll kriege. Jetzt kommen wir noch anderthalb. Ich guck mal. Ich brauch's halt eigentlich nicht unbedingt. Wuchtiger Schlag verleiht dir die Chance, Gegner mit deinem Primärangriff zu betäuben. Ist auch nett. Primärangriff ist ja bei dir der Fall, ne? Ja, das ist alles, naja, das hat der Schlag. Ja, X. Das ist doch nett. Das hatte ich eben als Nahkampf. Ja, es ist halt egal, was für ein Primärangriff es ist. Hauptsache, es knallt. Ja, das Betäuben war ganz schön imbar. In solchen Spielen habe ich immer auch volles Problem, jetzt dadurch, dass wir so einen schnellen Run jetzt hatten. Ja. Aber ich hatte ganz vergessen, dass ich die Items ja gar nicht mehr habe. Ah ja, das passiert mir mal manchmal auch. Weil ich dann immer denke, ja, ich wollte gerade sagen, ich hab doch so ein Betäubeding. Und dann ist mir eingefallen, war letzte. Oh. Manchmal schieße ich einfach schon mal so rein und treffe wirklich was damit. Das ist doch irgendwie. Oh nein, ich wurde von irgendwo getroffen, auch von da. Aber ja. Das zählt nicht. Und ich dachte, er zieht ihn vielleicht ums Eck. Ja, ich glaube, nur wenn sie wirklich rankommen, dann kommen sie dann nicht gut für Leute, die sich bewegen. Bogenschützen gucken dich dann nur an und sagen, excuse me. Hä?
da unten. Gen Süden. Das könnten wir uns auch Leben holen, ne? Ich habe schon Leben verloren. Jo. Ich weiß nicht mal, wie viel es halt. Ich glaube, es hat ein bisschen mehr. Müssen wir gleich mal drauf achten. 61 ist schon fett. Das Ding ist stunt. Das war so. Oh nein. Fuck, er hat mich getroffen. Oh, jetzt hat er dir aus dem Hinterhalt eingegeben. Das ist noch so ein. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ah ja, krass. Was? Wie? Hast du gesehen, wie er es gemacht hat? Er hat auf mich gezielt und dann einfach plötzlich zu dir gedreht. Ich bin gerade, deshalb bin ich so hier rumgelaufen. Plötzlich ist er voll auf mich drauf. Okay, jetzt können wir mal ins Leben holen. Wir müssen wahrscheinlich eh nicht mehr nach. Aber er kann also ganz weit ums Eck ausschießen. Krass, ey. Das war jetzt richtig bitter. Richtig unnötig, ey. Und wie viel hält's? 10 hier aufgepasst. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel ich vorher. Ich wollte gerade gucken und dann sammelt sich Jenny einfach ein. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen unser Leben zusammenhalten, sonst haben wir gleich ein Problem. Also, vor allem ich. Wirbel, wenn du kannst, jo. Ja. Ah! Gerade noch so. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ich kann gleich. Jetzt immer du hast mehr als. So, jetzt habe ich schon zwei. Ja, ich habe versucht, das nicht einzusammeln, weil fürs Item haben wir schon gemerkt, braucht ja nur einer die Dinger. Nee, ich dachte, du meinst den Cooldown. Primärangriff. Ich glaube, du kannst mehr mit deinem Primärangriff nach rausholen. Genau, aber nicht, wenn sie eben also in diesem Kreis sind, dann nicht, weil sonst sie warten ja nur darauf, dass ich rantrete, dann schlagen sie mich sofort. Das ist ganz gut, wenn du dann einfach drauf rumhackst. Yes! Ab, ab, ab. Oh, oh. Ich hab Problem. Ich darf nicht weiterkommen gerade. Achtung. Oh, fuck, die habe ich nicht gesehen. Ich dachte, was sagst du? Warum sagst du denn Achtung? Nein. Weil ich den rechten meinte. Den, der hier gerade wegläuft, genau. Ah, ganz kurz mal. Nee. Nee. Fertigkeiten. Ich habe ein. Ich könnte jetzt aber investieren in meinen inneren Rhythmus. Oh. Wenn ich mich nicht bewege, kriege ich mehr, mache ich mehr Schaden. Das ist nicht verkehrt, wobei ich mich immer sehr viele bewege. Ich habe das Gefühl, du bewegst dich immer. Ja, aber da mal so einen Punkt rein investieren. Plus 6, plus 5. 6, ich kann die Zahl nicht erkennen. Was hatte ich hier schon gemacht? Treibt ihr Fähigkeiten? Also das ist dann der Enrage-Modus. Genau, von 8 auf 11. Mehr Sekunden. Ja, und das da. Oder ich gehe hier mehr. Ich kann halt mal sparen oder ich. Damage mehr um 5? Ich muss das hier nicht mitnehmen. Ich muss mein Game mal ein bisschen beobachten gerade. Ja. The poor herbalist had no valuables, ah, shit. But the goblin's gold had now surpassed gold and jewels. Oh, unsere Oma. Ja, wir haben ja noch gesucht für den Bruder. Ja. Shedding tears for the dead man would serve no one now. The herbs needed to be delivered to Mary. Kann wie die immer mit dem Portal einfach überall aufploppen können. Ich denke mir auch, Leute, wir kloppen uns hier durch das ganze Level. Ja. Und ihr? Das denke ich mir aber auch. Rein, raus? Können wir nicht auch direkt so zum Boss? Mhm, das erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe. Da geht's runter. Welcome, friend. Shopkeeper. Don't mind the. Ich habe gerade die Hearthstone-Musik gehört. Das war gerade so ein. Ich habe zwei. Ja, ich habe keinen. Ich habe dich einsammeln lassen. Rote Täuschung, Ablenkung, Lebenselixier, erstmal nicht. Achso, das ist. Ach, so die Maximalgesundheit. Das ist ein. Aber da ist die Frage: Quote. Maximalgesundheit aufgefüllt oder leer ist immer die Sache. Und das hier ist ein. Das ist das Totem, wieder was gegen also zurückstößt. Ja. Präzision. Erhöht deine kritische Trefferchance. Man kann sich doch hochporten, ne? Das heißt, wir können hier wieder zurück. Ne? Ja, ich glaube, das habe ich so verstanden auf diesem Feld. Können wir mal ausprobieren. Ja, jetzt kann ich ja aber gar nichts machen, meine. Geht's hier? Nein, nicht. Ich dachte, da ging doch, hier. Man hätte es gedrückt. Nach oben, die Taste.
Ah ja, wir haben nur das bisher. Deswegen sind wir jetzt wieder hier gelandet. Wir sind auf der zweiten Ebene. Jetzt kommt die dritte Ebene. Das heißt, die erste Ebene ist doch eigentlich noch... Nee, oder... Wir sind doch 2 von 3. Jetzt kommt doch 3 von 3. Ja, aber irgendwie muss es ja funktionieren. Check's nicht ganz. Wir können hier noch kurz clearen. Und uns dann überlegen, ob wir da zugreifen wollen. Oh Gott! Viele. Die sind echt fies, ey. Ja, die sind halt hinterhältig. Das ist, wie schlecht ich manchmal ziehe. Oben ist noch eine Käste. Ah, sehr gut. So zum Lebenslamp. Aber Leben will man immer nur im Worst Case kaufen müssen, ne? Das stimmt allerdings. Was denn? Meine Stimme kratzt ein bisschen. Kratzi kratz! Ah, hier ist eine Edelsteinkiste, okay, aber da ja, will ich nicht glaub, öffnen. Ich will lieber Items kommen. Nee, auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen. Das ist auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt noch. Ich bin auch noch am rausfinden, ob das Sinn macht oder nicht. Sinn macht, diese Dinger zu kaufen. Achtung. Oh, Achtung. Elite. Wir gehen erstmal zurück und holen den sonst. Strüdel! Strüdel! Oh. Wow! Kommt ihr da zwei denn her? Ah, die haben sie gespawnt, glaube ich. Ah! Oh. Aber es spawnt immer mehr. Ja, ich versuch's ja schon. Ich komme nicht an den Typen ran. Ja. Kommen die hinterher? Nein! Ah, der. Ich hab ihn. Todesschuss ging auch. Oh, da kommen noch zwei. Interessant, das hätten wir sonst nicht gemacht. Boah, ich bin so krass dem hinterhergesprintet, ohne getroffen zu werden. Wie ja, auch immer ich das wir, gemacht habe. Das haben wir gerade gut gemacht, ja. Auch kein Damage genommen. Aber du darfst halt, ich darf auch nicht stehen bleiben, ich muss dann halt immer wieder zurück. Krass, die haben in letzter Sekunde noch auf dich gelenkt gerade. Ja, deswegen bin ich ausgedockt, war recht. Ah! Ich bin weg. Okay, ich muss kurz auch rennen. Oh ne, ich hab's nicht zu erleben. Boah. Das ist, glaube ich, noch der Armbrustschütze. Batman! Batman! Sind so befriedigend, wenn man da so durchdutschen kann. Wie viele noch sind, ey. Ja, lass ich dich mal. Ich muss ja nicht auf die Felder da latschen. Oh. Bosskampf? Right here. The Bergson thought that this would be one final thing that they could do. The wolf come. Ah, der, okay, der Boss kann trotzdem schaffen. Er ist doch nicht der Boss, oder? Nee. Aber so ein Zwischenboss. Aber der ist genau wie der Boss. Shit. Oh oh. Nein, ich Idiot! Warum bin ich so schlecht in diesem Spiel? Oh oh. Hä? Das schaff ich wohl nicht. Nee. Oh, warum bin ich so schlecht? Weiß ich nicht. So schlecht. Oh. Was ist passiert? Ich hab mich halt chargen lassen, zweimal, so wie du. Ja. Ja, die gute Nachricht. Die Folgenlänge bleibt akzeptabel. Richtig. Ich wollte sagen, das Problem ist, wenn man nah dran steht, also letztes Mal habe ich es so gemacht, ich habe nicht so oft nah angegriffen, sondern ich habe wie du immer gekitet und sie hin und her rennen lassen und dann dauert der Bosskampf zwar länger. Das war noch nicht der Boss. Nee, aber die funktionieren ja so. Das ist exakt der gleiche. Ja, deswegen wollte ich ja nur kurz sagen, also ich habe dann das so gemacht, dass ich die Messer geworfen habe mehr und rumgerannt bin, weil die, wenn du nah dran bist, siehst du nicht mal der Charge. Der andere Bosskampfraum war doch auch größer letztes Mal. Ja, ja, ich sag ja nur. Nee, ist das nicht, ja. Da hast du nicht gesagt, dass der Bosskampfraum größer war. Nein, ich wollte sagen, wir wissen ja nicht, ich sag ja nur, dass ich das dann nächstes Mal wieder so mache, nicht so krass in Nahkampf gehen, weil du siehst nicht, wann er charged. Hat mich einfach aus dem Nahkampf gecharged. Und das ist ein bisschen blöd. Ja. Oh, was ist mit unserem Bruder? Na, wir haben doch die Kräuter geholt. Und wo kommt er plötzlich her? Mark was out of the woods now. His fever gone, he was almost up and about. Oh, welcome Mark. Back, brother, said Kevin.
Und sonst sagt keiner was. Schon sagt keiner was. Ui. So, wir trainieren. So, so ein Nahkämpfer. Den bloßen Fäusten. Ja, den kann Joscha dann ja mal ausprobieren irgendwann. Conflict over the year, living in harmony with nature. But as Uncle Ben was fond of saying, a Bergson would forget how to walk before they forget how to fight. Mhm, muss man nicht fürs Kämpfen auch laufen können? Nein. Ich sitze hier zum Beispiel noch rum, muss gar nichts machen. Gut, gute Nachricht, die Folge hat dann doch nicht komplett eskaliert, was die Länge angeht. Marc hat sich in der Gruppe angeschossen. Wir gucken dann in der nächsten Folge, da trainiert Marc. Gucken, ob wir ihn dann schon spielen können. Und was wir skillen können und so weiter. Ist. Ja, wir können ein bisschen Geld ausgeben, aber das machen wir als nächste Episode von... Sorry, ich hab mich gerade verschluckt. Ach, Timing. Children of Mortar. Tschüss. Tschüss.